Heißluftballon. Da mal eine Spritze. Lona-Vlogger. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hier ändert sich nicht viel, ne? Nächster Tag wieder dunkel. Nächster Tag wieder dunkel, aber ein bisschen was geschafft. Messer gedreht für morgen. Zwei Messer musste ich rausschmeißen. Da waren so viele Steine beim letzten Kunden, beim Ackergras, dass ein Messer gebrochen war und ein Messer war weggeschliffen. Also tödlich verunglückt. Egal. Da Ersatzmesser. Da mit so einem Gurt draufgeschnallt. Ersatzrad. Hier eine Kiste zum Mitnehmen. Da die Sachen, die da rein sollen. Ne? Da auch noch. Wir hatten mal Glück und haben mal so ein paar Kistchen hier gekriegt. Die habe ich mir schon rausgesucht. Und dann habe ich mir gedacht, können wir die da nämlich reinmachen. Hier habe ich schon mal so Fett. Dies läuft ja, wenn das denn, kennt ja jeder, wenn das dann irgendwann warm wird, dann läuft das gerne aus. Kann man da so reinmachen, ist man fertig. Ne? Kann man noch eine Dose mit beipacken mit Kettenspray. Macht das zu. Kommt das da oben rein, ne? So, dann gut Kabelbinder, auch klar. Dann unsere Schrauben. Da muss ich mir noch Muttern zu einpacken. Ich glaube, ich werde mir, ich habe noch so einen kleinen Sortimentskasten, den werde ich mir zurecht machen. Das sind ja die Schrauben für die Zinken, für die Pickup-Zinken. Das sind die Schrauben für die Leitbleche. Genau, die damit bei. Das hier sind alles Kettenschlösser. Kettenschlösser für die, hier sieht man mal eins. Kettenschlösser und da Kette. Für die Pickup, ne? Genau. Ja, das hatten wir ja sonst nicht. Das ist immer mit dem Licht doof. Das hatten wir ja sonst nicht. Wir hatten ja sonst einen Getriebeantrieb und jetzt haben wir ja eine Kette da unten. Und dafür Kettenschlösser. Hinten muss ich nochmal gucken. Ich glaube aber, die hat sich auch geändert. Ich meinte in der Beschreibung gelesen zu haben, dass die Kette gleich ist mit der Kette vom Vorgängerwagen. Also die Kette an den Dosierwalzen. So, das ist das, was ich aus dem Vorgängerwagen rausgenommen habe. Druckluftschlauch, Fett, jede Menge Lappen, in 6-Kant-Set, Kunststoffhammer und dann diese Federn. Diese Federn sind für die Messer, da müssen wir gleich mal einmal unterspringen. Die sollten eigentlich, nee, sind sie nicht, gut. Ich dachte, die sind gleich, weil ja das Messer gleich ist. Aber die Federn sind nicht gleich. Gut, dann können wir die Federn ja vergessen. Ich dachte, die können wir weiterhin verwenden. Ne? Das ist so ein bisschen ärgerlich jetzt. Weil die anderen Federn habe ich gar nicht. Ich dachte, mit den Federn kommt man noch so weit. Naja, aber hier so ein Bündel mit Schrauben und sowas. Das übernehmen wir alles. Zinken sind wie gesagt da von der Pickup. Die nehmen wir auch noch ein paar mit. Hier ist das Bündel mit meinen. Da gehen wir gleich nochmal gucken, ob das passt. Das sind die Kettenschlösser für. Das waren die Kettenschlösser für den alten Wagen für die Dosierwalzen. Ich glaube aber, die sind hier größer, wenn ich das so sehe. Ich hatte aber im Ersatzteilplan nachgeguckt, aber ja, vielleicht habe ich da nicht richtig nachgeguckt. Ne? Ist ja wie mit den Federn. Da habe ich nicht nachgeguckt. Ich dachte, oh, sind die gleichen Messer, sind die Federn noch gleich. Nee, der Hebelmechanismus hat sich dann doch geändert. Ne? Ja, also diese Dinge werden wir nehmen. Ne, hier. So, was weiß ich, Klappsplinte und all so ein Kram. Machen wir in so eine Kiste rein, kommt hier oben rein. Dann kann man die Kiste hier zumachen. Wenn man denn noch ganz viel will, kann man die auch noch abschließen. Ist ja so eine Unterbaubox vom LKW. Kann Regenwasser alles ab. Ist hier ja aber total trocken. Und ist ja wie weg. Ne? Also, die ist ja da und stört ja keinen. Beim alten Wagen hatte ich ja da auf dem Kotflügel was. Kotflügel sind aber schief, also geht da nichts mehr. Oder schräg, also geht da nichts mehr. Das Zeug machen wir da rein. Und dann sind wir nämlich schon mal ganz weit vorne, finde ich. Ich finde es halt immer charmant, weil ich ja mal relativ weit weg bin. Oder oftmals relativ weit weg bin, alles Mögliche dabei zu haben. Ne? So gewisse Dinge. Also Ketten auf jeden Fall. Die Steigerung ist nachher. In dem Karton ist ja die Kette drin.
Ich muss mal einmal nachgucken. Da müssen wir zählen, was weiß ich, 65 Glieder oder 60 Glieder, glaube ich, hat die Kette. Und die müssen wir uns da einmal rausschneiden. Das ist jetzt eine 5 Meter lange Kette. Ist so eine HD-Kette und hast nicht gesehen. Also da ja, habe ich eben das genommen, was der Hersteller vorsieht. Und um da, um das natürlich noch leichter zu haben, ist es ja einfacher, wenn man sich eine Kette anfertigt auf die entsprechende Länge und sich die einfach in den Wagen packt. Und wenn was sein sollte, dann zack, Kasten auf, Kette runter, neue Kette rauf, fertig. Oder halt einfach nur verbinden, ne? Meistens ist es nur verbinden. Bei dem Wagen, einmal im Video war es zu sehen, da hatte ich auch so einen Haufen und da ist die Dosierwalze ja gewesen, die Kette von der Dosierwalze. Und da ist immer das Kettenschloss aufgegangen, ne? Ja, das ist also nicht so wild, aber ich habe es halt gerne dabei. Wenn du kein Kettenschloss dabei hast, dann fliegt dir die Kette auseinander und dann suchst du so ein Kettenschloss und das findest du nicht. Deswegen habe ich immer gerne ein bisschen ein paar Sachen mehr dabei. Ist vielleicht manchmal ein bisschen ekelhaft, aber bis jetzt hat es mir immer recht gegeben. Und das ist das Entscheidende. Ne? Bis jetzt war das nie zum Nachteil, immer zum Vorteil, wenn man was dabei hatte. Genau, das sei noch dazu gesagt. Kameras sind ja verbaut. Beleuchtung haben wir jetzt nicht weiter gemacht, aber das, ja, ich sag mal, da sind ja Lampen dran. Das funktioniert erstmal, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ne? Wie gesagt, es kommt da noch Beleuchtung, die dahin leuchtet. Die Beleuchtung kommt da weg. Diese Lampen hier kommen hier weg. Das gefällt mir nicht. Die kommen dahin. Ne? Die kommen hier unter, leuchten dann zurück, weil diese hier, die leuchten dagegen und ach, das ist, nee. Dafür haben wir ja die von vorne. Und dann haben wir ja auf der Messe gesehen, macht Strautmann ja mittlerweile auch. Werden wir uns hier was hinmachen. Irgendwo hier. Nicht so, dass uns der Kopf da irgendwie im Weg ist. Hm, vielleicht hier irgendwo oder so. Und die leuchten dann auch nach da. Und die kann man dann drehen und dann hat man hier Licht. Ne? Dann hätte man da Licht und da Licht. Genau, das fehlt dann noch, Beleuchtung. Und hier vorne in diese Region hier muss noch ein vernünftiger Druckluftanschluss. Ne? Dass wir hier, wenn wir dann auf halbem Ende sind und die Messer wechseln wollen, dass wir das von hier aus gut machen können. Ne? Wir haben dann jetzt ja hier oben drauf noch ein bisschen Platz auf der Box. Da können wir noch mal gucken, dass wir uns irgendwas basteln, wo wir denn den Schlauch verstecken. Ne? Ja, vielleicht, dass man den da rumwickelt, um hier, ich habe ja zu gerne so, ja, habe ich gerade nicht hier, ich habe ja zu gerne Drahtrollen von Schweißdraht. So eine Rolle da oben drauf vielleicht irgendwie fest und dann den da drinnen fest und dann zumachen oder gegebenenfalls einen Anschluss machen, wo man ihn rauf macht, ne? Dass man dann, wenn man den nicht benutzt, dann wickelt den da rum und dann hast du hier meinetwegen in der Öse einen Anschluss und da machst du den Schlauch rein, dass das Endstück vor Dreck geschützt ist, ne? Und nicht wegfliegt. Das so als kleine Idee. Oh, da sehen wir dann noch. Aber da bin ich erstmal sehr zufrieden. Abgeschmiert ist ja die ganzen Sachen, das ist alles gemacht. Also morgen können wir erstmal in eine Ladewagenfahrphase starten. Die Sonne ist wieder weg. Die war so schön da. Mann. Ja, was soll's. Eben noch bei meiner Regelarbeit, jetzt schon hier wieder auf dem Gespann. Ne? Nicht wieder auf dem Gespann, wieder ja gar nicht. Ein paar Tage waren wir ja nun nicht drauf. Wir haben zwar ein bisschen rumgebastelt und vorbereitet, aber gefahren sind wir noch nicht. Ne? Eine Sache war immer noch, da war immer die Frage, Mensch, da ist doch diese enge Passage, wo du dir auch schon mal den Reifen kaputt gefahren hast. Kommst du da denn überhaupt mit deinem Wagen durch? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Es war aber ja schon so beim letzten Schnitt, dass da dieser Zaun weg war. Und da war das schon eigentlich kein Problem mehr. Und nun wollen wir mal schauen. Nun sollen wir hier die Überraschung unseres Lebens erreichen. Wir kommen da nämlich jetzt hin. Ne? Es soll Veränderungen gegeben haben. Und zwar noch mehr als beim letzten Mal. Ich dachte schon gut, aber soll wohl noch besser sein. So. Jonglieren wir hier mal rauf. Zack. Und jetzt stellen wir hier fest, dass hier ganz viel Licht ist, da ist auch nicht mehr viel Schatten. Und man jetzt hier so gerade durch, nicht mehr da lang, sondern hier so gerade durch fahren kann, darf, soll. Ein bisschen aufpassen muss man im Spiegel.
aber richtig nice, ne? Richtig nice. Da kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Mir persönlich macht das Leben ja leichter, ne? So, dann gucken wir mal. Sieht auch ganz gut aus. Bisschen Ertrag ist zu sehen. Das ist doch mega. Ne? Kann der erste Schnitt noch kommen? Hier ist auch schon schnittreif. Achso, guck mal, da hinten sehen wir noch. Ah, das könnt ihr nicht sehen. Da hinten steht. Hallo, Paddy. Da hinten steht Grashäcksler. Zum Mittag. Ja. Zum Mittag. Aus der Kolonne ist in dieser Kolonne. Es gibt keine Kolonne. Es gibt nur ihn und mich. Wir beide sammeln ihn mit dem Ladewagen und. Das ist die Hexenkolonne dazu, die aber gerade Mittag macht. So, wir sehen schon mal, was gut aussieht. Der erste Blick, wer weiß, wie lange die Kamera da hält, aber der sieht gut aus. Ne? Da fördert das gut vorbei hier vorne und da kommt uns die Wand langsam entgegen. Ne? Sieht man mal, wie das bröselt. Können wir mal ohne Wackeln und mit großer Kamera irgendwann mal ein bisschen zeigen. Ne? Oh, das kriegen wir noch hin. Das ist unglaublich, hier schwirren so viele Gespanne rum, weil die sind alle immer so weit weg. Hier sind... Mit dem, wo wir jetzt fahren, 4 Betriebe am Grassilage fahren. Ne? Hier kommt jetzt erstmal der gute Timon. Ne? Lächeln! Mit dem sind wir in Kolonne. Ne? Wir beide sammeln da ein. Ist ja übrigens der Betrieb, wo wir schon vorletztes Video waren, wo wir gehäckselt haben. Ne? Da wird jetzt der Rest gemacht. Alles, was Kleegras war, ist ja schon weg. Jetzt kommen die Wiesen, die auch ein bisschen tiefer waren. Wo es auch kälter war, wo natürlich noch nicht so viel Gras war. Ja. Aber. Achso. 9,36 müsste der sein, den wir auch im Video gesehen haben mit der Gülletonne beim Maisland vorarbeiten. Und Pöttinger Jumbo 6601. Ich glaube ja, ne? Genau, den. So, dann einmal die Häckselkolonne von dem Lohnunternehmer, wo auch der Pöttinger herkommt. Die fahren da zu dritt ab, immer alle weit weg. Dann ist hier jetzt gerade, in die Richtung fahre ich jetzt nicht mehr, jetzt muss ich in eine andere Richtung. Biobauer mit seinem John Deere und dem Klaas Quantum am Fahren. Eigenmechanisiert. Und dann fehlt hier das Lohnunternehmen, was auch immer die Rüben bei meinem Nachbarn erntet. Mit dem Case unten. Glas. Oha, das ist aber peinlich jetzt. Wie heißen denn die neuesten Glasladewagen? Also die es ja nicht mehr gibt. Ja, die heißen noch nicht mehr Quantum. Das fällt mir nachher noch wieder ein. Aber ihr wisst es bestimmt. Ja, mit so einem Wagen durch die Gegend. Und dann eben wir beide. Überall summt und brummt das. Aber halt, ich kann die immer sehen. Da hinten, der John Deere fuhr da hinten immer auf dem Berg. Und ach, naja, was soll's. So, wir gucken mal. Auf dem Silo ist interessant heute. Heute mal gar nicht der 7000er. So, Kühe holen läuft auf jeden Fall. Parallel zum Fahren. Ne? Aber wir sind uns einig, Kühe haben da drüben ihren Platz und nicht hier. Ne? Der Bauer hat gesagt, mach auf und fahr durch. Hier werden sie schon hingelegt, die dicken Schwaben für morgen, ne? Schön mit Truck. Da kommt morgen der Jaguar 59, 2 Kaweco-Wagen. Und dann rucki zucki ist das weg, ne? Ja, aber hier, oh, er hat gerade eine dicke Maus gesammelt, der Storch. Ich wunderte mich schon, wieso er mal so flink wurde. Ja, ja, er hatte seinen Grund. Und dahinter sieht man so ein bisschen die Flächen. Da waren wir dann vor einer Woche. Ne?
nur eine Pötte, die Schnittkötter, ne? 6610, nicht 01, ne? Also, genau. Ha. Die Geräte, Abdecksystem. Ist auch schick, ne? Gibt das nichts, ne? Gibt das nichts. Es staubt schon wieder. Wahnsinn. Aber er hat auch Posi-Leuchten oben an der Seite. Vielleicht müssen wir da auch noch mal bei. Posi-Leuchten oben an der Seite. Oh, wir kriegen den Kirmes schon hin. Könnt ihr nämlich gar nicht so richtig sehen, ne? Aber gut. So. Einer links, einer rechts. Hi rechts, ich links. Komm, Kader. Tschüss. Eine neue Wiese, ein neues Glück, ne? Eben war schon ein bisschen durch. Also es ist einfach ein bisschen durch schon, ne? Du musst dich wundern. Gucken, was hier so ist. Müssen wir eigentlich hier rechts auch noch hin? Nee, hier ist nicht gemäht. Sonst ist da eigentlich auch noch so gemäht. Hm. Ich sag mal, weiß ich nicht. Wenn es doch alles nicht so eng wäre. Manchmal tut einem das auch ein bisschen in der Seele weh, ne? Naja. So. Erste Stufe, Allrad, Belademodus, er schwenkt um auf Belademodus. Pickup an, Pickup runter und die Scheibe ist verstaubt, meine Herren. Viel sehen könnt ihr nicht, ne? Aber gut. Wir gucken mal, ich glaube da drüben können wir vielleicht gleich den anderen Wagen noch einmal kurz sehen. Guter Schwaderfahrer, da ist eine Moorlinse, da ist eine Moorlinse. Schwatt dazwischen gepackt. Sehr gut, Dankeschön. Nee, da drüben ist er schon nicht mehr. Da steht die Ware, müsste eigentlich jede Sekunde voll werden. Ich hoffe eigentlich auf eine Punktlandung hier, da ist das Ende. Schiebt er 100% oben, hat er da. Punktlandung. So. Eingesammelt. Das passt ja nun ganz genau, ne? Und ich hätte ja noch die Reserve gehabt. Ich hätte hier vorne ja noch meine Stirnwand ein bisschen zurückklappen können, ne? Ja, richtig gut. Hier gibt es schon eine Cola. Hm. Sogar mit Eis. Du musst dich auch ein bisschen schick machen. Mit Sonnenbrille, du.
wir haben unser Werk vollendet. Morgen kommt ihr dann die Hexensilage oben rauf. Wieder zu Hause angekommen, ne? Hier ist übrigens noch Chaos von gestern. Wir haben gestern Abend, Katharina war da noch bis 11:30 hier rumgewerkelt. Ich hatte das hier noch auseinander, weil hier ja immer so ein, ich kann es gar nicht nachmachen, ne? Es war so ein Taktgeräusch war. Das hat mich ja so ein bisschen getriggert. Ist jetzt weg. Wir haben ein paar Zinken getauscht und der richtige, der Dofer, hier sieht man das auch, hier ist ein neuer, 1, 2, 3, drei neue, der richtige war dabei, der getackert hat, den sind wir auf jeden Fall los. Das Tackern ist schon mal weg, das Klappern von der Zapfwelle ist natürlich nicht weg, ist ärgerlich. Als ihr an der Stirnwand da oben wart und bevor ihr runtergefallen seid und ich drüber gefahren bin, Alter, ich bin schon wieder über eine GoPro gefahren, ist noch dieses Band gerissen hier. Das hat ja hier so ein bisschen den ganzen Kram nach oben gehalten. Ist gar nicht wirklich notwendig. Hatte ich aber dran. Und wir sind da so einen Berg gefahren und da hat sich das Ganze dann... Wie kann ich euch das denn mal zeigen? Will ja mal keiner glauben. Also so. Wir fuhren so und dann wurde er ja so. Und dann hat sich das so weit gestreckt, dass das auseinandergeballert ist. Wir sind keinen Berg hochgefahren, wir sind einen Hügel hochgefahren. Ne? Das war eben sehr steil. Und ja, weil das da so hart über die Kuppe geht, ist dann eben dieses Expanderband gerissen. Ne? Ist nicht schlimm, ist nur so eine zusätzliche Sicherheit gewesen. Aber ja, so passiert das hier halt. Ne? Ich werde jetzt einmal sauber pusten, dann einmal Messer drehen, damit wir morgen wieder frisch haben. Mir nochmal die neuralgischen Schmierende besuchen, die nochmal einmal schmieren. So, und dann haben wir es für heute und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Auftrag wieder. Ne? Ja, sonnig. Gar nicht mal so frisch heute Morgen. Geht eigentlich. Schöner neuer Morgen. Wir reiten zur nächsten Baustelle. Ne? Genau. Ist im Verhältnis gar nicht so weit weg. Ich glaube 15 Kilometer von mir ungefähr. Genau, wieder unterwegs mit dem Fendt, mit dem Pönninger 6610. Genau. Dann kommt nachher noch ein schöner Walzschlepper. Auf eine sehr, 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 sehr schöne Siloanlage. Und ja, wollen wir mal gucken, dass wir für den Milchviehbetrieb sein Futter auf den Haufen kriegen, ne? So. Hier in dieser Ecke gibt es auch Erdbeeren. Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren. Auf geht's. So. Wiese, ne?
nicht so, aber das wird ja kommen, ne? Man soll sich wundern. Erst dachte man, das trocknet gar nicht und dann ist das irgendwie, geht das wie die Feuerwehr, ne? Oh ja. Eine verstörende Szene. Ich hatte vorhin noch so einen schlauen Spruch dazu. Wie auch immer, vergessen. Es hatte sich ein Zinken von der Pickup im falschen Kanal verirrt da. Der war abgebogen. So was kenne ich gar nicht, ne? Und dann dachte ich erst, ich mache das mal eben schnell mit meinen Griffeln, ne? Ja. Hätte ich das mal nicht mit meinen Fingern gemacht. Hat er dann ausgehauen und hat mir dann auf den Finger gehauen. So, hier, das kann man nicht so sehen, wir sind hier in den Karpaten, ne? Hier ist so Berg und Tal. Schön knackig, da geht es dann auch wieder hoch. Richtig schön ist es hier aber, das muss man sagen. Es ist einfach schön. So, wir wollen sammeln. Haben wir alles? Ja, haben wir. Das sind so Aktionen, wo man dann hier die auch mal gerne die Lenkachse ausmachen darf oder sperren darf, damit der Wagen nicht im Berg so abdriftet, ne? Das ist schon Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich kenne das gar nicht. Dass sich da ein Zinken verirrt. Aber bei dieser Pickup ist diese in den Ecken Ziehfreude. Da hat sich jetzt wieder was gesammelt. Und das, was sich da sammelt, das mag er nicht so gerne reinschaufeln. Muss man immer sich was suchen, was daneben lang läuft und das dann mitnimmt. Ne? So. Also wie gesagt, man kann es nicht so gut sehen. Aber hier ist schon. Hier ist schon schön. Schön auf und ab. Hier musst du auch mal Sperre einschalten, damit du die Narbe nicht kaputt machst. Das ist schon cool. Hier kann man das mal gut sehen. Warum bei uns so spät gemäht wird, wurde, wie auch immer. Also normaler Schnitttermin bei uns. Hier oben schöne satte Schwaden, da wo es ein bisschen höher ist, wo auch ein bisschen mineralischer Boden ist. Und hier, was für uns ja auch nicht untypisch ist, Senken, moormäßig, da sieht man, da steckt nichts drin. Ne? Da ist es dann im zweiten Schnitt meistens umgekehrt. Denn ist hier unten das Wasser und da oben ist das Pulver verschossen, wollen wir es mal so sagen. Ne? Ja. So unterschiedlich ist das bei uns. Und deswegen sind wir halt auch im Verhältnis relativ spät. Grüße gehen raus an Hannes. Hannes hatte ja eine Insta-Story gemacht mit den Querneland-Mähwerken und hatte dann gleich so eine riesen Resonanz. Warum denn jetzt Querneland und warum denn überhaupt jetzt erst mähen und wir sind doch schon im zweiten Schnitt. Ja, es ist halt Deutschland, ne? Da gibt's Norden, da gibt's Süden, da gibt's Osten, da gibt's Westen. Und das Klima ist von Nord nach Süd und von Ost nach West, na, von Ost nach West vielleicht nicht so doll, aber von Nord nach Süd ist das schon ein Gefälle, ne? Und deswegen ist das so unterschiedlich, ne? So. Er sagt bestimmt gleich, dass er voll wird. Wir fahren hier mal hoch, wie man das so kennt. Zack. So, hier unten können wir ein bisschen schneller fahren. Da rummelt das nicht so im Karton. Und dann? Oh, dann ist gleich erstmal Mittag. Ja, aber man kann das auf Bildern ja mal nicht sehen, wie man hier jetzt den Berg runterfährt. Eins, zwei, Drohne. Hier ist wieder alles. Hauptsache, wir kriegen von dem Material was. Hier ist mehr Verkehr als an der Eisdiele um die Ecke. Und nur weil zwei so grüne Sumsebienen hier fahren, ne? Mit der Sonne, gegen die Sonne, über die Sonne. Aber cooles Gelände, cooles Wetter,
Kohlegespanne. Kann man ein paar schöne Bilder machen, ne? So, ich muss wieder Sperre anmachen. Könnt ihr da sehen? Da habe ich schon so ein bisschen gepoolt eben. Es geht hier nämlich bergauf. Stramm. Bergauf. Andere würden sagen, ihr habt keine Berge. Haben wir nicht. Wir haben ja Hügel. Ich hoffe mal, ich kriege Drohnenaufnahmen. Ansonsten hier, Leute. BPM Agrar, ne? Der junge Mann fliegt hier auch mit der Drohne. Vielleicht gibt es da ja Aufnahmen. Ich werde ihn nachher nochmal anhauen. Ich soll er mal auf so einen Server packen, ne? So, jetzt kommen wir hier mit Seeblick. Ah. Da hinten kommt dann Wode. Zweiten Schnitt gibt es auf dieser Fläche nicht. Dafür kommen die Rinder her. Guck mal, die haben Glück, ne? Die haben eine Badestelle. Ah, oh, geil. Hier geht das rum, da geht das steil hoch. Nichts für Trecker, nur für Ziegen. Und für diese Kühe. Kennt ihr die Kühe? Die haben, links zwei kürzere Beine als rechts, deswegen können die hier, ne, können die so ganz gut stehen. Ist natürlich so, ne? Da ist ja rechts, da ist links, bloß mein Finger. Ist auf der Seite ein bisschen länger, ne? Müsst ihr euch andersrum vorstellen. Deswegen können die so gut im Berg stehen, weil die zwei verschieden lange Stiefel nicht. Beine haben. Fernsehen gucken, Geld verdienen, ne? Man sieht es so gut. Die Schläuche müssen dann noch mal weg, aber vorhin, nee, gestern? Gestern ist mir ja das Seil gerissen, genau. Das Gummiband. Ach, herrlich. So, letzte Koppel, ne? Und wir sind nicht allein. Wo ist denn der Hund? Zu Hause. Was macht der denn da? Der wartet auf mich, bis ich wiederkomme. Aha. Ich wollte mal alleine mit dir sagen, weißt du? Ja. Das ist ja gut. Das nächste Mal kommt sie wieder mit. Morgen also. Die Frage ist immer, wie geht's aus, ne? Weiß er eigentlich, dass ich nicht bremse? Weiß er, glaube ich, nicht. Doch, weiß er. Oh, ein bisschen bremsen muss ich aber. Sonst wird's eng. Sehr schön. Abladen noch. Pickup hoch. Zapfel aus. Meine Frau wieder einsammeln, ne?
Sehr schön. Das hat sehr gut geklappt. Hat richtig viel Spaß gemacht. Richtig tolle Koppel. Ja. Hier bei der Ladeautomatik von dem Wagen hier, ne? Muss die ziemlich weit runtergedreht sein, damit er langsamer den Erdboden verhitzen kann, oder muss die hochgedreht sein? Weil ich habe ihn jetzt eben auf 18% gehabt und irgendwie ist der Wagen jetzt hier einen halben Meter unter der Klappe, aber er zeigt voll auf. Ja, also beim Straubmann war es ja verkehrt rum, den du gefahren hast, gell? Ja, genau. Bei diesem hier, den ich jetzt habe, mit dem anderen Terminal, ist es richtig rum. Und ich glaube, bei dir, je höher die Zahl, auch je mehr macht er rein. Der Kunde ist zufrieden. Und jetzt geht's weiter zum nächsten, aber wir müssen einmal Messer tauschen. Ne? Beim letzten Mal habe ich gedreht, jetzt ist Tauschen an der Reihe. Das Straubmannmesser kann ja immer zweimal, das ist sogar aufgemalt hier. Ne? Einmal, zweimal und dann Schleifi-Schleifi machen. Genau, wir nehmen das jetzt raus. Es ist ja einfach nur hier ziehen. Wie mache ich das denn mal? Den Fuß hier für euch. Hier ziehen und dann mit Handschuhen natürlich. Ach, da oben ist das. Oder mit diesem Werkzeug, aber es geht mit Handschuhen ganz leicht. Das einmal raus. Und für die, die das noch nicht gesehen haben, ne? Es gibt gleiche Seiten. Kein Problem. So, die fliegen jetzt raus und dafür kommen dann die da unten rein. Ostsee, da ist sie. Willst du auch irgendwann rüberfahren? Nö, naja. Hat ja gepasst. Ja, Messer sind drin. Hatte ich die Kamera schon an? Alter. Messer sind auf jeden Fall drin. Ein paar hatten noch so ein bisschen an der Gegenschneide, so ein bisschen Malheur. Das habe ich noch weggemacht. Das ist ja immer so gerne meins, ne? Schleifen von der einen Seite und auf der anderen Seite noch mal so ein bisschen, noch mal so ein bisschen Feinschliff machen. Oh, hier liegt auch Gras. Genau, auf jeden Fall, das ist alles erledigt. Wir reiten jetzt in den Norden. Was haben wir jetzt? 7:30. Viertelstunde bin ich da, nicht ganz 10 Minuten. Genau, dann sind wir hier oben in Oldenburg und dann sind wir heute und dann vielleicht noch 2 Tage hier, je nachdem. Okay. Pferdecontent, Foli. Ja. Also Ostsee-Zeiten sind schon vorbei, das ist nur da vorne zu sehen. Naja, dann wollen wir mal gucken, dann werden wir da mal angreifen. Der Wagen ist voll, ne? Herzlich willkommen in Strautmannhausen. Wir fahren ja zusammen mit dem Strautmann Giga Vitesse 4002, ne? Und wenn wir da fertig sind, dann geht's dahin. Strautmann Giga Vitesse 4001, ne? Dann fahren wir mit dem in Kolonne. Klaus, moin! Ja, Schlag auf Schlag, ne? Nun geht das hier rund. Für alle, die gefragt haben, wann geht das denn los mit dem ersten Schnitt? Ja, jetzt! Das sind die Bilder, die wir lieben, ne? Es gibt übrigens heute Abend keinen Wind. Kennt ihr keinen Wind? Das ist hinten. Ich sehe nichts. Und hier ist überall noch der Staub vom New Holland. Alter Verwalter. Der steht. Der Staub, der steht.
Und wenn die Sonne weg ist, ist es frisch. Klimaanlage habe ich gerade ausgemacht. So, Lutbischen Gebläse an. Er sagte, wir wollen zum gemütlichen Teil übergehen. Da bin ich ja ein Freund von, ne? Müssen wir morgen noch mal im Helm gucken. Sonst war da immer so ein TM, ne? Muss erst mal in der Scheune gucken, ob der da noch steht. Der steht da bestimmt auch noch. Jetzt ist so ein Muffi. Unglaublich, so ein Muffi. Aber war ja auch mal einer zum Vorführen hier, ne? Wer vorführt und zeigt und wenn sich das bewährt, kann man das auch mal kaufen, ne? Oh! Da fährt das Mähwerk los. Guck mal, da habe ich da morgen auch noch was von. So, muss er auch mal, ne? Neuer Tag, neues Glück, ne? Aber. Mal gucken. Der Trecker ist weg! Nein, der Trecker ist weg! Also, nein, natürlich nicht. Zack. Das Auto hat hier wunderbar die Nacht in der Halle verbracht. Und unser Trecker hat wunderbar die Nacht auf der Siloplatte verbracht. Ne? Genau. Wenn wir irgendwo nicht fertig sind und später, wie heißt das? Wenn wir irgendwo nicht fertig sind und nächsten Tag dann wieder hinfahren, fahren wir natürlich nicht mit dem ganzen Gespann nach Hause. Am effektivsten ist halt, da ist ein Auto vor Ort. In der Regel gibt es ja überall Autos und dann nehmen wir das Auto, fahren damit nach Hause und fahren danach wieder hin. Ne? Vielen Dank dafür. So kann man auch mal ein bisschen mit der Ringe durch die Gegend fahren, ne? Nicht nur meine Frau, dann darf ich das auch machen. Genau. Ich drive wieder zu meinem geliebten Arbeitsplatz. Dann gucken wir mal, was heute so passiert, ne? Guten Morgen, guten Morgen. Ah, ich wollte hier einmal her. Ich habe da schon so ein bisschen manipuliert mit so einem Magneten, weil ich dachte, ich helfe der Kamera mal, aber so wirklich. Oh, was habe ich denn hingefilmt? Ich dachte, ich helfe der Kamera mal, aber so wirklich musste ich das gar nicht. Die hat hier eine Megaposition, hält auch so. Durch den zusätzlichen Halt erstmal, ja, ist es halt noch besser vielleicht. Aber die hat sich nicht 1 mm bewegt, ne? Und die ist an der Position genau richtig. Und mega, weil. Müssen wir mal beim Abladen gucken. Passt. Müssen wir beim Abladen mal gucken, was man da sehen kann, wenn die Klappe auf ist. Das ist ja viel entscheidender. Ich kann mir die Kamera ja an 10 Positionen machen. Das ist ja kein Problem. Wo ist denn der Schlüssel hier? Lag noch auf dem Rad. Gestern da abgelegt, heute Morgen da. Hier kommt nichts weg. Wo soll das hin? Die Position da auf der Klappe da hinten. Unten ist für mich entscheidend, weil ich beim Abladen meine Dosierwalze bzw. meine unterste Dosierwalze und den Kratzboden sehen kann, ob da noch was rausfällt. Ne? Somit habe ich mit einer Kamera 2 Dinge, die ich gucken kann. Ne? Gut, haben wir. Hier mal die Sonne wieder an. Knickdeichsel hoch. Straßenfahrt. Sehr schön. So. Licht an. Langsam vorrollen. Oh, warte mal. Da. Komme ich da rum? Da komme ich doch nicht rum. Nee, da komme ich nicht rum. Da ist ein Baum. Das wird nichts. Das gibt nur Ärger. Wir schieben einmal zurück und fahren dann ganz bequem los. Er kennt auch, wir fahren zurück. Macht die Achse zu, fertig, ne? Total geil. Handy am Steuer, das wird teuer, mein Lieber. Vorletzte Koppel, ne? Schön am Oldenburger Graben direkt. Heute Morgen war sogar ein Angler hier.
Aber er sah nicht aus, als wenn er jetzt einen Fisch irgendwie an Land gezogen hat. Aber ich habe ja mal einen Angler hier getroffen, er sagt, ja, hier gibt es Hechte und hast du nicht gesehen. Ne? Es ist ja so, dass dieser Graben in die Ostsee gepumpt wird. Also kann ja eigentlich das Fischreichtum da drinnen nur entstehen, durch Vögel, die Laich mit reinbringen zum Beispiel. Oder irgendeiner schmeißt mal was rein. Ne? Oder aus irgendeinem Querteich springt man einen Fisch dahin. Aber hallo, an der Silokante. Auf Instagram ist sogar zu sehen, wie sie da an der Kante steht und filmt. Ne? Unglaublich. Aber der Schnuffi ist auch wieder dabei. Oh. Nicht, dass ihr denkt, die ist wieder zu Hause. Die nimmt heute wieder mit. Hast du das weggeschnabbelt da, dann mach ich vorne. Ja, ich schnabbel mal. Mal gucken, wie lange das schnabbelt, aber das wird ganz knapp. Rutschen, dann denkst du so, oh Scheiße, langsamer werden, aber naja. Aber mittlerweile geht's wieder. Aber dann könnte heute noch passieren, dass das nicht mehr klappt. Fertig los. Also, ich dachte, er will noch nicht weg. Wir müssen nach oben. Oh. Ich glaube, auf.
Zapfhelle an. Ja, genau. Hier kann man schön sehen, dass das läuft und läuft und läuft. Nein, 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 nein. Verreißer, Verreißer. Passiert, wer findet den Fehler? Passiert. Entschuldigung für den Haufen, Arne. Ich hatte die zweite Stufe drin. Den haben wir ja eh hier vorne irgendwo. Nee, da. Da ist der. Auch gut. Der. Drei. Da kann man das ja auch sehr gut sehen. Also man kann sich hier mit groß machen. Machen wir ja eh nicht, aber für euch machen wir das mal. Ne? Jetzt kann man die auch noch sehen. Kommt da noch was raus oder nicht? Dann kann man Dosierwalzen schon mal ausmachen. Lässt man den Kratzboden noch laufen. Aber nun fällt da ja nichts mehr raus. Und dann können wir die Klappe zumachen. Und dann sieht man hier oben, wie die Kamera dahin schwenkt. Ne? Zack. So, jetzt machen wir wieder unser Vierfachbild an und alles ist wieder gut. Zum Glück sind wir weitergekommen und mussten nicht gezogen werden. Mann, das hätte peinlich werden können. So, warte ich mal gucken. Ich weiß gar nicht. S6210, das ist die Macht. Die Macht, die uns hier über den Silo hilft, ne? Hatte ich euch gar nicht so richtig, wollten wir noch gezeigt haben, ne? Schöner Träger, ne? Und ziehen kann er auch. Zieht sogar ein Fan. Geht zum letzten Wagen, ne? Die beiden hängen auch schon mal an. Die Physik ist jetzt zu Ende, ne? Das ist einfach so. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und jetzt können wir, jetzt lassen wir das Argument walten, wir wollen noch ein bisschen was in die Rampe fahren, ne? Schade, es war zu spät, die Kamera angemacht. Ich habe bei sowas noch nie angehalten. Nee. Herrlich. So muss es sein. Spaß muss es machen. So, zack, sind wir auf der ersten Baustelle durch. Vielen, vielen Dank, vor allem für Speis und Trank. Wir gucken einmal. Da hinten kann man es sehen. Fährt schon der Schwader, ne? Nächste Baustelle, den verfolgen wir jetzt. Das ist jetzt unsere neue Baustelle. Unweit von der alten, die können wir da nämlich noch sehen rechts. Ja. Sehr schön. Also, Das
das war es leider auch zu diesem Video. Nein. Ach so. Was soll das denn? Ich wollte sagen, vielen Dank für Speis und Trank. Ach so. Lieb und nett und hier erfolgreich, nichts kaputt gegangen und hier viel Spaß gehabt und fleißig Essen gegessen und getrunken. Also, vielen Dank, ihr Lieben. Bis hoffentlich zum nächsten Mal, ne? So. Wir haben keine neue Folge. Ach so. Der Tag ist ja noch nicht mal zu Ende. Was ist das denn für eine, was ist das denn für eine Marotte hier? Das hört sich so an. Nein. Dass es jetzt alles vorbei ist heute. Also nicht für uns, aber für das Video, habe ich gedacht. Willst du die Folge beenden? Nee. Doch, dann machen wir das. Dann ist das so ein Teaser für die nächste Folge. Habt ihr gesehen? Das war dann der Teaser. Das war nicht böse gemeint. Das war dann der Teaser für die nächste Folge. Sehr schön. Nee, das wird auch diesmal wirklich echt knapp mit Schneiden. Hier übrigens, wir fahren da zu 11, ne? Hier ist Obacht, ne? Schön langsam fahren. Staubentwicklung, Anwohner, nicht gut. Ja, das ist aber schön. Dann tut's mir leid. Dann endet die Folge an dieser Stelle. Aber wir packen noch was aus. Genau, wer Lust hat, gerne dranbleiben. Wir packen noch ein Paket aus. Und dann sehen wir uns munter und fröhlich. Ich kann euch verraten, zum Ladewagen fahren in der nächsten Folge wieder. Ne? Bis dahin, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst noch ein bisschen Liebe da. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sagt tschüss. Kommt nix. Ah, die haben hier auch noch einen 18.2. Da irgendwo. Toller Trecker.